Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen jetzt endlich zu meinen Reactions zu Star Wars Visions Staffel 2. Ich nehme die Reaction hier um 0.33 Uhr am 4.06.2023 auf, also auf den Tag genau einen Monat, nachdem die Folgen erschienen sind. Endlich komme ich dazu, denn ich habe mich sehr darauf gefreut, weil die erste Staffel für mich wirklich großartig gewesen ist. Da waren so viele kreative Dinge oder so viel Kreativität einfach drin in dieser Serie, was den Artstyle anging und auch die Geschichten. Und auch vor allem auch die Musik und alles, einfach das Feeling der einzelnen Folgen so. Da war, finde ich, richtig viel Gutes mit dabei. Und jetzt wird es ein bisschen internationaler mit ein paar verschiedenen Studios über die gesamte Welt verteilt. Da bin ich auch sehr gespannt, da wir jetzt hier auch 3D zum Teil drin haben werden oder Stop Motion. Und ich freue mich sehr, jetzt wirklich nochmal einmal mehr, noch viel mehr Kreativität hier zu sehen. Und ich bin gespannt, ob die zweite Staffel mit der ersten Staffel mithalten kann. Und ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. Was jetzt hier die Menge an Folgen pro Reaction angeht, da hatte ich, glaube ich, gesagt in der Young Jedi Adventures Review oder auch in den Reactions dazu, dass ich immer drei Folgen, also es ist insgesamt drei Videos mit jeweils drei Folgen kommen werden. Ich habe mich jetzt entschieden, nö, ich dachte das Ganze ein bisschen mehr aus. Ich mache einfach nur zwei Folgen. Nur die finale Folge wird dann eben aus drei Reactions bestehen. Also jetzt Folge 1 und 2. Im nächsten Reaction-Video Folge 3 und 4, dann 5 und 6 und dann 7, 8 und 9. Also insgesamt 4 Reaction-Videos. Wie es mit Reviews aussieht, gucke ich noch, ob ich wieder kurze einzelne Podcasts mache, denn Skript-Reviews sind jetzt erstmal doch vom Tisch für mich. Oder einfach ein Podcast über alle zusammen, die dann auch am Ende von dem Podcast gerankt werden. Mal gucken, wie es laufen wird, da will ich noch gar nichts zu sagen. Und ich würde sagen, jetzt legen wir hier endlich mal los mit der ersten Folge und die heißt Sith. Junge, meine Qualität ist gerade auf 360p. Also ihr seht das ja. Was ist denn hier los? Digga, das ist nicht lustig. Disney, was macht ihr? Das war ja gerade wahrscheinlich nicht der Style von der Folge. Also okay. Jetzt ist gut. Jetzt geht fit. Aber im Web sind es übrigens nur 27p, die Disney Plus zur Verfügung stellt. Also, hä? Jetzt ist sie wieder schlechter geworden. Was soll denn das? Oh mein Gott. Alleine das gefällt mir jetzt schon so gut, diese Darstellung. Ist ja bisher aus wie der zweite Todesstern, der Droide. Oh, diesen Artstyle mag ich schon mal richtig, richtig gerne. Das erinnert mich halt wirklich ein bisschen an Into the Spider-Verse. Ist das was zu trinken? Geil, ey. Einfach ein Tropfen und das Ding ist voll. Oh, dieser weiße Hintergrund. Irgendwie verwirrt er mein Gehirn komplett. Oh, kommt jetzt der Sith? War das der Melkis-ähnliche Sith aus dem Trailer? Ich glaube schon. Oh, das ist cool, wie der Titel hier eingeblendet wird. Oh, und wie das auch der Übergang hier gerade. Nice. Ich krieg's noch immer nicht hin. Das war so ein richtiger wow. Seid mit mir. Sie sind nicht mit mir, Rey-Moment. Ich bin gespannt, ob später, wenn der Sith kommt, sie in einer komplett dunklen Umgebung kämpfen, dass das so symbolische Wirkung hat. Auch diese farbplexartigen Dinger, die hier hochkommen. Ey, das sieht voll aus wie bei Super Mario Sunshine. Diese komischen Pflanzen. Die man dann wegwischen muss. Hä? Ein ganzer Urwald? Was zur Hölle? Mein Gehirn ist immer noch verwirrt, aber ich finde es absolut großartig. Ist das irgendwie so eine Art Welt, die sie sich vorstellt, wo wir drin sind? Weil das wirkt, keine Ahnung, okay, jetzt geht's hier aber zu einem dunklen Ort. Ja. Da wird sie ja bestimmt auf den Sith aus dem Trailer treffen, schätze ich. Oh, und da haben wir auch schon seine Augen. Nee. Hä? Das ist alles ganz mysteriös, aber absolut wunderschön. Ich kann's nicht übermalen. Als wollte. Sie will's übermalen, so, keine Ahnung, wie wenn ich draußen St. Pauli Sticker finde. Ob zwischen Jedi und Sith auch so ein Sticker-Krieg gibt? Oh mein Gott, das General Grievous-Ding stimmt, der war auch im Trailer. Geil. Okay, das ist eine Basis. Auf einem Eisplaneten. Diese zwei Planeten, und soll das eine Sonne sein dahinter? Es ist wunderschön. Ich finde, das 3D wirkt manchmal sogar so, als hätte man das für Rotoscoping verwendet, also drüber gezeichnet. Deswegen halt auch die Texturen so flackern zum Teil. Oh. Da ist er. Und er ist nicht allein? Okay. Du hast einen Schwur geleistet. Schon vergessen. Ist das Mauls Stimme? Tobias Meister? Der klingt fast so.
Ich habe halt leider Gottes, ich muss auch kurz Pause machen, halt immer nur so ein Kopfhörer drin. Und das ist auch nur so ein 7-Euro-Billig-Ding. Deswegen, ja, ist es immer nicht so top, wie ich von der Soundqualität. Weil ich will mir halt einfach, keine Ahnung, keine teuren leisten, wenn dann die Kabel eh wieder kaputt gehen. Ich bin keine Sith. Jetzt nicht mehr. Okay, sie war eine Sith, interessant. Und das sind ehemalige Sith, die jetzt ihren Orden rächen wollen, oder wie? Im Design her ist ja auch so ein bisschen Dr. Aphra. Din 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 din. Ah, Junge, die Farben sind auch wieder so geil. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Move? Also ich kann das Ding auf jeden Fall mal deutlich besser steuern als Grievous. Junge. Okay, der Druide kann schießen. Er ist wirklich ein Todesstern. Er kommt da so ein bisschen an wie der Tod in der Geschichte der Kata 2. Auch wie sie hier flieht. Ist das dasselbe Studio zufälligerweise? Weil die haben sich ja auch dann sehr an dem Into the Spider-Verse Artstyle mit der Geschichte der Kata 2 dann orientiert. Auf jeden Fall deutlich mehr als der erste Geschichte der Kata-Film. So, ich habe jetzt einfach mal ganz kurz auf Kopfhörer gewechselt. Da geht zwar auch nur noch der hier, weswegen ich die auch nicht mehr so oft verwende, aber der Sound ist trotzdem besser als mit den Ohrstöpseln. Und hier will ich den Sound genießen. Okay, das sind jetzt die Trailer-Shots hier. Jetzt bin ich aber auf den Kampf gespannt, ob wir da einen großen Kampf haben oder gar nicht. Okay. Ein gelber Lichtsäbel. Nice, diese Partikel, wenn sie aufeinandertreffen. Alter, die Farbe im Hintergrund. Mit dem Schwarz und Weiß. Super geiler Kontrast. Oh, und das wird mit so Funken auch gekämpft. Nice, dass das mal verwendet wird. Du gehörst an meine Seite. Okay, es ist nicht Tobias Meister, bin ich mir jetzt sicher. Aber sehr geil. Okay, ist er ihr alter Meister? Selbst der Meister zu werden ist dein einziger Ausweg. Oh, Regel der Zwei. Geil. Das auf diese Art und Weise interpretiert zu haben. Dass er sie nicht gehen lässt, bis sie ihn tötet als Meisterin dann. Okay, symbolisiert das, dass sie die Dunkelheit nutzt? Und Dunkelheit. Noch auch wie ihre Haare weiß und schwarz sind. LOL! Sie vereint beides. Ich merke auch, wie das richtige Schwerter sind. Er macht den Voldemort. Okay, und ist in diesem Universum, oder besser gesagt, dieser Vision, du hältst was aus, Kumpel. Die Regel der Zwei jetzt ja, weg? Sie schicken bald weitere. Nein, weil die Sith-Packs sind? Zeit, okay, nee, scheinbar nicht. Das Schiff ist aber auch cool, wie so eine einzelne Turbine einfach. Und ein sehr schönes Gemälde. Mit der Sonne von ihm im Hintergrund. Oh, der war schön. Der war wirklich sehr schön. Optisch, also das Stärkste war, finde ich, die Optik hiervon. Inhaltlich aber auch alles andere als schlecht. War ein guter Einstieg, finde ich. Ein wirklich guter Einstieg. Ich kann aber für mich nicht mit The Duel aus der ersten Staffel mithalten als Einstieg. Aber war trotzdem sehr stark. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die zweite Folge. Weil meine ausführliche Meinung gibt es dann halt eben in der Review, wie auch immer sie dann kommen wird. Die Kreischer-Kluft, okay. Okay, ich weiß nicht wieso, aber es erinnert mich an diese Serie vom Arztteil an, wie wo man so im menschlichen Körper immer war. Wie unser Leben oder so ähnlich ist das doch. Okay, wir haben eine Fabrik und hier werden Sachen in Massenware irgendwie produziert. Boah, bitte lass uns in dieser 2D-Sicht bleiben. Das wäre richtig cool. Okay, nicht ganz. Ich muss raus hier, Bathan. Ich muss raus. Ey, und scheiße, er ist doch vom Design fast 1:1 der ehrenwerte Neffe aus Naruto, oder? Nee, ehrenwerte Enkel war das, oder? Ja, ne, ehrenwerte Enkel. Oh, der ist simpel, aber hat auch richtig was. Gerade die Hintergründe, finde ich. Und ich nenne es jetzt einfach mal Texturen, weil wenn es komplett 2D ist, dann kann man natürlich nicht Texturen sagen, aber das, was Texturen bei 3D wären, das meine ich. Oh, schöne Bilder. Irgendwo erkenne ich seine Synchronstimme. Ich weiß aber nicht, woher. Junge, ich hätte gerade bei dem, was gerade passiert ist, so gottlose One Piece Spoiler hauen können für jeden, der nicht aktuell ist, aber ich lasse es. Und jeder, der aktuell ist, weiß, was ich damit gerade meinte. In die Höhle zu gehen und uns dem Klang dieser Schreie zu stellen. Wir werden sehen, wie das funktionieren wird. Wer würde sich dann um den Trottel kümmern? Junge, was?
Okay, was bedeutet dieses Medaillon? Ist ja was Besonderes für ihn. Jupp, das sieht schön kluftig aus. Oh, der Schatten ist cool. Damit wird doch jetzt bestimmt irgendwie gespielt. Dahl, wir müssen zusammenbleiben. Typische Horrorfilm-Story. Dahl. Das große Dahl. Alter. Das ist mal ein schauriges Design. Junge. Hatte for real gerade ganz kurz Gänsehaut am Körper. Oh. Der Groß sieht so ein bisschen aus wie der Bösewicht aus Kim Possible. Zusammen mit Ron Stoppable irgendwie gemerged. Und Tapferkeit. Bist ja auch gar kein Star Wars-Bezug. Was mich nicht stört. Mehr Stärke. Einfach ihr oder sein, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, oder Junge oder Mädchen, Gesicht sieht einfach aus wie das in der St. Pauli-Trikot. Alter, ein Sith-Geist, geil. Junge. Alter, der Geist sieht richtig geil aus. Von vorne bis hinten. Los, krabbel zum Licht. Der Kleine hat die Macht. Boah, geiler Shot. Die sehen aus wie irgendetwas aus dem 2D-Clone Wars. Kann aber auch nicht sagen, was. Töte ihn, mein Junge. Er tut's wirklich. Oops, sorry. War nicht so ernst gemeint. Aber das Flüstern ist cool. Down. Oder hat er, hat ihn rausgeschnitten und rausgeholfen, oder? Nein? Okay, ist eine Sie. Okay. Stark. An der dunklen Seite wurde genuckelt. Und jetzt ist es Zeit, dass wir uns kennenlernen. Das ist irgendwie so eine Art Sith-Holocron, was in dem Medaillon ist. Und du hast getan, was du tun musstest, richtig? Die ist doch also, safe, ne Sith. Habe ich bestanden? Das hast du. Meine Freunde auch? Nein. Ja, die gelben Augen. Das ist immer für dich, meine junge Schülerin, nur für dich. Das ist keine Jedi-Geschichte, sondern eine Sith-Geschichte, finde ich richtig geil. Alter. Dieser Distorateur, dass sie jetzt auch wirklich mitgeht. Und die da zurücklässt. Okay, das war ziemlich geil. Hat mir vielleicht sogar noch besser gefallen als die erste Folge, weiß ich gerade noch nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall stärker als die... Dings. Zweite Folge der ersten Staffel. Tatooine Rhapsody war das ja. Auch wenn ich Tatooine Rhapsody mochte, das war stärker. Ja, Visions Staffel 2 hat mir die ersten zwei Folgen gut losgelegt. Und ich freue mich dann jetzt sehr drauf, die nächsten zwei Folgen zu gucken. Was dann für euch in ein paar Tagen eigentlich hochgeladen wird. Ich habe absolut gar keinen Hochladeplan fest, so gerade aktuell. Und ja, ich hoffe mal, die können da weitermachen, wo die zwei Folgen hier begonnen haben. Guter Start. Cartoon Saloon hat die gemacht. Könnte ich jetzt googeln, was die noch so gemacht haben? Keine Ahnung, mache ich jetzt nicht. Erwähne ich vielleicht in den Reviews. Und ich würde jetzt sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, sagt ciao und möge die Macht mit euch sein.